Servus Leute, willkommen zurück. Yep. Willkommen zurück bei LegalWTV. Und heute zeige ich euch mal ein kleines Geheimnis, was es hier wirklich mit den Gerste Coins Nest zu tun hat. Wir sind hier dazu hier oben rechts. Seht ihr eine kleine Insel? Die ist hier gegenüber. Wir sind also hier oben im Norden in Section 2. Und wir müssen etwas weiter links, habt ihr einen kleinen See gesehen. Und dort fliege ich jetzt mal hin. Weil dort leben die Gastrocons. Und ja, vielleicht habt ihr schon ab und zu mal diese Nester gesehen, aber nicht gewusst, was sie nun zu bedeuten hat. Ich werde es euch jetzt mal gleich zeigen. Dazu werden wir hier erstmal die Lage abchecken, was hier alles abgeht. Hier unten ist ein Kano. Der jagt gerade einen Parasaurus. Okay. So, dann fliegen wir mal hier passen, weil wenn wir jetzt an das Nest gehen, würden wir eigentlich angegriffen werden von den Gastrocons, die das natürlich beschützen. Aber wie es hier aussieht, ist hier weit und breit niemand. Der Kano wird jetzt hier rüber gehen und wenn wir hier reingreifen, sehen wir so viel Zement und von den Secret, von den seltenen Blumen. Also das ist ja unglaublich. Selbst Holz hätten wir so viel klauen können, das ist unglaublich. Hier rechts haben wir eben einen kleinen Gastrocon gesehen, der wird aber von den Bäumen aufgehalten. Hehe, jawohl, sehr schön hier unten rechts im Eck. Und hier wird natürlich der andere abgelenkt von dem Kano. Hier kommt noch ein zweiter. Also das hat jetzt hier perfekt funktioniert. Das hätte ich nicht erwartet. Hier ist noch ein Nest, aber das habe ich letztens abgestaubt. Hier sind jetzt nur noch Holzteile drin, aber wie ihr seht, voll viele. Also wenn wir hier alle Nester abkleppern würden, würde ihr... Beispiel, wenn ihr Triceratops dabei hättet oder sonst was, das vom Gewicht her sehr hoch gelevelt ist, dann könnt ihr hier über 1000 Holz machen innerhalb von wenigen Minuten. Also vielleicht schon mit einer Minute habt ihr dann alles durch. Und ja, ich hoffe, das hat euch einfach mal gezeigt, dass selbst wenn ihr Anfänger seid und ihr braucht ganz dringend Holz und ihr seid ganz vorsichtig, dann könnt ihr euch das klauen. Natürlich, wenn ihr keine Dinosaurier dabei habt, dann vielleicht nur 100, einmal 100, das reicht, aber für den Anfang, wenn ihr zum Beispiel einfach nur schnell was Kleines bauen wollt für den Anfang, reicht das vollkommen. Und ja, ich hoffe einfach, das hat euch weitergeholfen, weil wer weiß, wir wissen ja alle, wie viel Chitin-Keratin man braucht, um überhaupt mal ein Zement herzustellen. Hier oben ist noch ein Nest. Oh, ich back hier gerade nicht rum. So. Ja, und man braucht ja 4 Chitin bzw. Keratin, um ein Chitin zu machen. Wir haben hier jetzt fast 300 Zement mitgenommen. Also ihr könnt euch ausrechnen, wie viel das ist. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.